So, wie sieht's aus? Alle Startler verriegeln. Wir starten. Vorsicht an der Fahrbahn und tschüss. Es geht los. Herzlich willkommen bei uns hier bei der IG Keres und Keres Hotel. Wir präsentieren Ihnen das Steiger-Riesenrad mit einer Originalhöhe von 60 Metern. Exklusiv nur für Sie hier mit neuester SMB, RGB, Lichttechnik. Im Original besitzt dieses Riesenrad 32 LKW-Ladungen, um von A nach B zu kommen. Auf der Anlage befindet sich dann unser Shake, ein Mondial R4. Mit 4 Gondelkreuzen und jeweils 4 freischwingenden Gondeln. Der Schausteller mit dem Blue bereits seit Jahren mit diesem Geschäft wie heute. Direkt daneben ist das Riesenrad Jupiter, der Schausteller-Familie Bart und Kipp. Dieses im echt 50 Meter hohe Riesenrad war mal das höchste transportable Riesenrad auf dem Gondel, hat einen Anschlusswert von 150 kW und wurde vom Hersteller Lauter Müssig damals gebaut. Von Mondial ist auch der Iago, ein Mondial Supernova, damals geführt unter der Schaustellerfamilie Hanstein. Dieses Geschäft kann in beide Armen in eine ganz besondere Richtung drehen. Jeder Arm hat seinen Motor. Das höchste auf der Anlage, der Freeport Tower, ist echt 55 Meter hoch. Hier im Modell 70 cm. Dieses Geschäft wird auf 7 Transporten von A nach B gefahren. Er war der erste seiner Art. Baut 1998, geführt unter der Schaustellerfamilie Kiezler. Ebenfalls von Kiezler zusammen mit Nickel. Revolution. Ein Kunststoffstrick aus Bremen. Mit insgesamt 4 Transporten. Gegenüber der Revolution das Highlight, die Wildwassermacht. In echt hat diese Anlage damals auf der Reise von Meyer und Schneider eine Streckenlänge von 360 Meter. Das Modell hat rund 3 Meter mit echtem Wasser. Das einzige, was wir mit dem Wasser gemacht haben, wir haben das destilliert, damit kein Kalk die Bahn zerstört. Das ist die IG Keres und Keres Hotelbau. Live, wir sind hier in Stuttgart. Lassen Sie sich überraschen.